Ab Schicht in Minecraft. Schicht in Minecraft. Oh, die Grafik, die brennt auf den Lippen. Was, die brennt auf den Lippen? Ja. Aber guck mal, jetzt ist es wenigstens ein bisschen heller. So, das ist die Hammeriten, der Hammeritentempel. Ja, ich weiß, der Glockenturm ist schlimm. Komm mit. Ja. Den sollen wir ausrauben. Ich kann nicht laufen. Oh, Mann. Furchtbar. Okay, da kommt einer mit einer Lampe. Wir gehen nochmal zurück. Ja, ja. Komm ins Dunkle. Du meinst im Dunkeln? Dieser Sound ist wunderschön! Was hast du gesagt? Es ist so laut! Du hast doch 600 Feuerpfeile. Schieß doch einfach mal den Tunnel. Ich hab keine Feuerpfeile mehr. Hast du die nicht mitgenommen? Wir haben die einfach liegen lassen. Wir haben nicht mal Wasserpfeile. Wir haben gar nichts. Gar nichts? Kein Knüppel? Nee, guck mal, wir haben gar nichts. Oh, ernsthaft? Wir haben gar nichts. Wir müssen wahrscheinlich hier Items sammeln. Und Dietrich. Ja, wir haben Dietrich. Oh, das heißt, Dietrich. Wir müssen hier ghosten. Ja, gut. Dann let's ghost. Dann folge mir mal. Ja. Weil wenn wir jetzt erwischt werden, dann sind wir am Arsch. Weil wir können uns nicht wehren. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, was die. Oh, endlich. Kann ich ihn würgen? Mit Händen? Nee. Ah, Leute, geht nicht würgen, ne? Nee, du kannst gar nichts machen mit ihm. Ich muss den Schlüssel hierfür finden. Ja. Einen Schlüssel brauche? Warte mal, das glaube ich aber nicht. Warte mal, welchen Dietrich habe ich denn? Ich habe beide Dietriche. Lass mich mal kurz ran. Nee, wir brauchen wirklich einen Schlüssel dafür. Also hat Garrett recht. Garrett hat recht. Okay, warte mal. Bleib hier in der Ecke. Komm her. Ja. Im Dunkeln. Wenn aber rechts vorbei ist, dann gehen wir mal links hinter. Wir müssen mal gucken. Wunderschöne Glocken. Ich mag wunderschöne Glocken. So, da laufen sie vorbei. Gut. Halt. Wandel da jemand gekommen? Oh, da ist auch noch einer. Schön im Dunkeln bleiben. Schön im Dunkeln bleiben. Er hat dich gesehen. Er läuft ja, hinterher. Mann. Das war so klar. Gut, ich gehe mal hier rein. Metro, du wirst ihn schon abschütteln. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Was ist das? Eine Schriftrolle? The High Priest Death Bean Acting. Okay. Okay. Ja, was willst du machen? Hm? Was willst du da machen? Könnt ihr eh nichts machen. Oh, Fischi. Oh, Wasserpfeile. Moospfeil! Genau, stimmt, wir müssen jetzt erstmal unsere ganzen Pfeile zusammensammeln, die wir finden. Also einen Bogen hat Garrett immer, der hat nur keine Pfeile. Was macht er? Das sieht so schön aus. Was machst du da, Maitre? Ich könnte ihn ja weglocken, aber... Habt ihr Angst? Naja, was, egal. Was willst du? Bleib mal so, ich kann so in Ruhe in die Häuser reingehen. Und ich kann Ruhe rauchen, das ist gut. Das ist super. Oh, noch mehr Geld. Yay. Was haben wir denn hier? Oh, der Schlüssel für die Seitentür. Gut, wir haben den Schlüssel für die Seitentür. Und vielleicht finden wir eine Waffenkammer. Da geht's hier richtig Rambazamba. Jawohl. So will ich das hören. Aber das Problem ist, ich muss dich mitnehmen. Ups. Mein Hammer erwartet euch. Ah, ja. Nix Coward. Warte mal, bis ich einen Knüppel hab, Freundchen. Jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Doch. Ist da unten ein Wassertunnel oder sowas? Nee, oder? Kommst da? Du müsstest versuchen wegzurennen. Da hinten ist eine dunkle Stelle. Meinst du, du könntest ihn irgendwie abschütteln? Ich krieg das mit dieser blöden Steuerung nicht hin, dass ich nicht laufen kann normal, ey. Dass ich mit meiner geruhten Tasse nicht laufen kann, ich verbringe. Maitre? Das ist so furchtbar, ja? Er rennt hinterher. Ja, dann soll er mal. Nicht zu mir. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Er rennt hinterher. ihr spielt gerade Räuber und Gendarm. Sieht so schön aus. Wasserpfeile, ja toll. Du kannst damit nichts machen, du musst ihn abschütteln. Wie gesagt, der Fehler war, dass er dich entdeckt hat. Ja. Versuch du mal ein bisschen... Wie gesagt, immer noch hinter mir, oder? Ja, natürlich. Ja, gut, dann komm, dann lock ich die anderen auch mal mit. Das wird dann lustig. Nee, hör auf. Hör auf! Okay. Du machst die Mission nur kaputt. Okay. Wir schaffen die Mission nicht, wenn du noch mehr machst. Deswegen. Nicht zu mir! Mann! Der Teufel geht auf mich los! Oh, Maitre! Das kann doch nicht wahr sein! Okay, gut, du... Na gut, warte mal, wenn du lang genug läufst, dann kannst du die abhängen, weil du bist schneller als die. Und ich mach die Seitentür auf. Und wenn du dann bereit bist, rennst du in die Seitentür rein. Du weißt, wo die war, wa? Ich werde sie finden. Und hier ist noch eine, den nehme ich mit. Oh, noch zwei. Kommt mal alle mit, Leute. Kommt mal alle mit. Hier ist ein Hammer. Den könnte man als Waffe benutzen, zur Not. Quasi auf die Gegner schmeißen. Oh ja, sind vier. Oh, da kommt der fünfte. Die Seitentür ist jetzt geöffnet. Du kannst sie quasi benutzen. Ja, aber ich habe fünf Leute hinter mir. Na, wenn du einmal drum rumläufst, müsstest du sie ja abgehangen haben, oder? Na gut, ich mache noch eine Runde. Hammer, ja, ich habe erstmal alle eingesammelt.
Ist das heilig hier? Jetzt renne ich nochmal rum. Oh, das ist aber schön gemacht hier. Das Design sieht echt nicht. Ey, wir haben ja gestern drüber geredet, ne? Wenn du seitwärts läufst, bist du um einiges schneller, als wenn du normal gerade läufst. Ja, natürlich. Warte mal. Aber die Tür kann ich nicht öffnen. Schade. Da brauche ich wieder einen Schlüssel. Ja, ich habe schon zur Hälfte habe ich sie abgehängt. Die laufen zwar noch, aber... Wenn du jetzt irgendwo ins Dunkle gehst, dann... Oh, diese Glocke. Oh, warte mal. Das sieht aus wie eine Waffenkammer. Oh, guck mal. Da steht Teffer drauf. Nein, das ist so schön. Jetzt geht die Tür nicht auf. Ist das eine Uhr? Ja. Nee, das ist nein, keine Uhr. Die Steuerung, ne? Boah, okay, ich bin drin. Oh. Sind sie dir gefolgt? Nein, sie sind draußen. Ich kann nicht laufen. Fuck! Furchtbar. Laufen. Versteck dich. Mich hin. Ruhig. Psst. In ja, die Ecke. Ich bin ja, in die Ecke und weg. Ich bin in die Ecke und weg. Du bist bei mir an der Türe. So, ja. Redet hervor und erzählt euch, so ihr da seid. Nein, er hat dich gehört. Das kann nicht wahr sein. Okay, er kommt zu dir. Euer Versteckspiel wird euch nicht helfen. Noch nicht. Mette, raus mit dir. Mette, das Spiel geht weiter. Da drüben ist verschlossen, du musst hier raus. Ich wollte mich gerade nach einer Waffe suchen für dich, weißt du? Und nicht zu mir. Bitte nicht zu mir. Das ist so schön. Ja, lock ihn raus, das ist sehr gut. Er hat den Schlüssel, ne? Nee, der hat nicht den Schlüssel. Er hat hier einen Schlüssel im Goldenen, der gerade... Achso, der hat wieder, der hat auch einen Schlüssel. Hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel. Ja, dann hätten wir den beklauen können, wenn du jetzt nicht... Ach, fuck. Verdammt, da ist ja noch einer. Scheiße. Nein, das ist voll. Jetzt habe ich sie wieder alle hinter mir. Okay, ich komme mit, ich mach mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück habe ich hinter mir. Sieht lustig aus, wie eine Perlenkette. Dieser Schrei. Okay, warte mal. Meinst du, ich krieg die alle mit zwei Wasserpfeilen weg? Oh, da sind noch zwei. Hey, kommt mal mit, bitte. Alle mit. Oh Gott, was ist da los? Mätre, ich hab alle rausgelockt. Wenn du es gut hinkriegst, kannst du vielleicht reinrennen und mal drinnen ein bisschen rumgucken. Aber wahrscheinlich nicht. Ach, warte mal, das ist der Haupteingang hier, oder? Ich bekomme ja... Jetzt kommen sie mir hier wieder entgegen. Oh. Oh, jetzt hab ich aber welche auf die Nase bekommen. Ja, wir laufen auch in die gegengesetzte Richtung. Voll wie die Profis. Oh Mann, diese Glocke! So, warte mal, ich versteck mich. Vielleicht geben ach so, sie dann auf. Gut. Dann laufe ich jetzt auch mal so rum. So, jetzt bleibe ich, bleib ich in der Ecke, dann dürften sie mich ja nicht mehr sehen. Oh, sie haben meine Spur verloren. Die laufen ja, jetzt weil nur sie noch hinter mir her sind. Jetzt laufen sie nur noch dir hinterher. Ja, weil ich im Dunkeln geblieben bin. Wenn du im Dunkeln bleibst, nach. Oh, Alter, da rennt eine ganze Footballmannschaft hinterher. Was ist da los? Okay, machen wir mal die Tür zu. Da drin ist übrigens ein Hammer, also töten kann man sie. Ja, aber ich komme mit dieser Steuerung, komme ich nicht wirklich rein und kann irgendwas anklicken. Das ist furchtbar. Ich muss die gleich nochmal einstellen. So nicht laufen. War das eben ein Laut? Oh Gott. Nein, pfeifen. Oh, zur Hälfte habe ich schon abgehängt. Einmal rumlaufen, dann komme ich rein und gut ist. Fisch haben wir hier. Fisch? Aber jetzt hätte ich den Wasserfall gebrauchen können, hätte mich nicht gesehen. So, ich komme jetzt mal rein. Okay, hier sind die Klos. Oh, wo ist jetzt die Tür? Wieso ist die Tür zu? Ist das nicht der richtige Eingang, oder? Ich weiß ja nicht, wo du gerade lang gehst. Oh, jetzt kommst du von der Seite. Jetzt kommen sie wieder von allen Seiten. Oh, komm, ernsthaft. Ich muss erstmal die Steuerung einstellen. Tut mir leid. Nein, bitte nicht. Nicht pausieren, nicht pausieren, nicht pausieren, bitte. Raus. Okay, dann laufe ich. Ja. Nicht an einer Stelle pausieren, wo die Glocke läutet. Ich hatte gerade übelst das ekelhafte Geräusch. Okay. Warte mal einen Moment. Warum ist hier dauerhaft die Glocke? Ja, ach, jetzt kannst du pausieren. Ah, sitzen. Immer noch nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Warum ist hier dauernd die Glocke zu hören? Haben sich der Entwickler gedacht, das muss ja voll, das macht genau das Feeling dieser Mission aus. Ich suche einen Ort, wo es keine Glocke gibt, warte mal. So, jetzt kannst du pausieren. So, pausier mal kurz, weil dann kann ich auch mal ganz kurz was trinken. So, stell die Einstellung ein und bitte so, dass es gleich beim ersten Mal klappt. Weil, ja, ich hoffe es. Weil es kann doch nicht sein, dass du hier 5000 Mal ins Menü gehen musst. So. Was? Das ist wie eine Perlenkette? Bin schnell essen.
Na, ist lieber langsam, nicht dass du sie verschluckst. Mieze macht sich Futter. Fischi, Fischi, Fischi. Ach so, okay. Traumschiff Surprise. Sie haben wunderschöne Glocken. Ach ja, die Glocken. Die Glocken sind nicht wunderschön. Wie gesagt, das ist unglaublich. Ach so, geht's schon weiter? Ah nee, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, wenn es wieder Pause zu Ende ist. Aber es ist normal eingestellt. Ich kann trotzdem nicht laufen. Tja, du musst gucken, ob du was doppelt hast. Ja, das mache ich ja gerade. Mit was läufst du? Mit was willst du laufen? Mit W. Mit W. Ja, das und linke Shift-Taste sprinten. Bisher hat das immer funktioniert. Es hat ja gestern auch die ganze Zeit funktioniert. Ich gehe mal mit dem normal laufen. Ich kann dir mal kurz sagen, wie meine Steuerung ist, die wirklich optimal funktioniert. Mit Shift zusätzlich. Erstes ist W. Vorwärts gehen ist dann die zweite Taste, die musst du leer lassen. Am besten setzt du den auf Pfeiltasten oder Numenblock oder sonst was. Weil wenn da auch W drin steht, dann läuft er immer langsam. Das erste muss W sein, das zweite darf kein W drin sein, weil das ist vorwärts gehen. Das ist das langsame Laufen. Und langsam gehen, das ist die dritte Reihe, da am besten S nehmen oder irgendwas, was, wie gesagt, wo du Schleichen haben willst. Manche nehmen Shift, ich nehme S, weil ich habe zum Beispiel X zum Rückwärtslaufen. Das kenne ich vom Thief 1 ja so. Move backwards, das S. AD. Hast du das jetzt so? Das erste W und das zweite das W rausnehmen. Das war bestimmt das Problem. Okay, ich probiere es mal. Okay, ich gehe mal wieder ins Spiel. Ins Spiel. Was? Das ist ja, aber. Das ist aus Schuh des Manitou. Ja, ist okay, geht so. Achso, sie haben wunderschöne Glocken, da hast du recht, stimmt. Das ist aus Schuh des Manitou. Ist nicht so wirklich. Ja, gut. Metro, ich höre immer nur Mimi bei dir. Nicht mal ja, Aktion. Ich sehe kaum was, weil ich so viel Tränen in den Augen habe. Ach so. Ja, kommt, macht mal hier. Kommt mal her. Dann tobt euch mal hier hinten in der Ecke aus. No? Kill it by Hammerhead, Gerd. Ich weiß nicht, was. Na, seit der neuen Installation ist bei dir irgendwas drin. Ja. So, ich bin hier, wie gesagt, schon drin. Bei der Hand des Erbauers. Fuck! Nein! Ich kann mich eben mal hören. Oh fuck! Wo kommt der Typ auf einmal her? Du bist hier abgeschlossen auf einmal. Da ist nicht abgeschlossen, die Seitentür ist offen. Der Marit spinnt bei mir. Ich sehe ja gar keine Amariten. Hä? Doch. Was ist mit dem los? Anna? Hallo? Are you mad? Empfang den Schlag des Hammers! Du kleiner Wichser! Oh, jetzt kommt er! Du kleiner Mist-Typ! Das sind die Haupttüren, okay. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, ein Schädel. Warte mal, ich hab eine Idee. Es gibt doch den Hammer irgendwo. Gibt ja nicht mal eine Waffe oder sowas, weißt du? Hi, Maitre. Nee, hey, lass die Tür offen. Danke. Hey, ich habe eine Waffe gefunden. Hey, ach, das ist die Waffe, der Hammer, der an der Seite lag. Na, komm her, jetzt gibt's aber was mit Hammer. Maitre, bleib stehen. Ich will ihn haben. Zerbrecht angesichts des Erbauers. Ja! Gut. Ich hab ja, mit seinem. Ich hier nochmal rein. Okay. Ich wollte ja nicht dir geben, jetzt hab ich ihn aber. Bei dir würde er besser passen. Hier sind wir wieder. Und diese verdammte Glocke, wenn ich die finde, die reiß ich ab. Oh, versteht? Furchtbar. Ja, ich hab's Ambient Sound ein bisschen leiser geschaltet. Saint Sorge, the Dragon Fighter. Sant Maria Magdalena. Was haben wir hier? Jesus Christ. Warte mal, dieses Spiel, oh, das, Jesus Christ. Das Jesus existiert aber gar nicht in der in das Thief-Universum. King Solomon. König Solomon, ja gut, das ist auch bekannter. Was für ein Kopf? Hier fehlt einer. Ja, den habe ich gerade weggeschmissen. Skull of Santenor. Gut, Santenor ist wieder aus Thief-Universum. Another Paint of Jesus Christ. Beloved Son of the Christ. Warte mal, Christen. Mal, hier ist was. Hier ist doch eindeutig ein Geheimgang.
Hier muss irgendwo ein Geheimschalter sein, Metre. Weil guck mal, das sieht doch näher nach Geheimgang aus. Oh ja. Also nach geheimen Dings. Warte mal, hier. Was ist mit der Lampe? Welche Lampe? Die ist doch ganz normal. Oh, da kommt einer. Ja, man schnitzt Licht aus, ne? Der hat auch einen Schlüssel. Ah, naja, kann nichts machen. Scheiße, und du hast keinen Hammer. Ich hab den einzigen Hammer. Und ich gebe ihn mir doch eben, dann fliegt sich raus. Habe ich einen Knüppel in der Hand oder einen Hammer? Du hast eine Hand, einen Knüppel. Ein Knüppel, okay, das wird als Knüppel angesehen. Naja, dann mach ich ihn fertig. Komm rein, mein Freund. Der hat nämlich einen Schlüssel. Ich leg ihn mal auf mich. Angesichts des Erbauers macht. Komm. Er hat dich gesehen und ist erschrocken. Sagt das uns was aus? Der hat einen Schlüssel in der Hand. Was ist das? Main Door Key. Haupttor, ja. Na toll, da können wir das Haupttor öffnen. Was? Ja. X hab ich immer ducken. X ducken ist übrigens aus Deadly Shadows. Weil da ist auch X ducken. Ich duck mich immer mit Steuerung. Na, meine Tasten sind W nach vorne, L, A nach rechts leiden, D nach, A nach links leiden, D nach rechts leiden. Die verdammte Glocke, auf zu glocken! Wir gehen mal kurz raus. Auf zu glocken! Oh, warte mal, da kommt einer. Oh. Eine Glocke blockt, genau. Hat er denn eine Waffe oder so? Ne, der hat eine Laterne. Das ist der Laternenmann. Kann ich auch keine Nummer holen. Warte mal, kommt noch mehr. Aua! Warte mal, jetzt hat er wieder dich fixiert. Ja. Gut. Das war eigentlich nicht geplant, was ich jetzt hier mache. Ja, dann kommen ja alle. Er kommt, was ist da los? Wir haben diese. Oh, zwei. Die Hand des Erbauers führe mich zum Sieg. Führe mich zum Sieg. Ihr habt Glück gehabt. Oh, jetzt zu mich an. Natürlich. Hier bin ich. Oh. Empfang den Schlag des Hammers. Mann, die lassen mich nie in Ruhe. Hier bin ich. So, der eine. Die Hand des Erbauers führe mich zum Sieg. Wahnsinn, ich krieg die nicht. Zwei sind ein bisschen schwieriger. Aber die sind auch kaputt, nicht zu treffen. Die hauen zwar drauf, aber... Ah, den einen hast du, okay. Okay, einer noch. Oh, Alter. Jawohl. So, okay. Den Teppich sieht man ja kaum mehr. Das ist der Haupteingang hier. Oh, ich muss mal kurz raus. Oh, die verdammte Glocke. Ja, warum gehst du dann raus? Weil ich gucken will, ob wir noch Wachen übrig sind. Das Blatt fällt schon eine halbe Stunde. Bitte? Das Blatt fällt schon eine halbe Stunde vom Baum und... WASD, normale Steuerung. Nee, SD ist, WASD ist nicht die normale Steuerung. Bei S ist bei mir Schleichen. Ach, hier stehen sie alle. Dann schlage ich die jetzt alle K.O. Okay. Warum soll's mit X? Oh, einen hast du. Ja, gut gemacht. Habt keine Furcht, ich finde euch. Wir werden euch nicht lange... May I help you? Hä? Ich hab durch ihn durchgeschlagen, okay. Das war ein durchschlagender Erfolg. Au. Au. Jawohl. Denk mal auf mich. Hey. Nee, mal. Lieber nicht. Weil ich krieg das schon hin. Weil so kann ich nicht kontrollieren, wenn du dich mit einmischst. Okay. Ja, gut. Ich mir das. Mann, ich schlag immer durch, obwohl er eigentlich gar nicht durchschlagen. Ja, das war klar. Na, der hat sich mit seinem Hammer in mich reingeglitscht. Und was ist jetzt mit der Waffe? Hast du die noch, oder? Muss ich gucken, ob ich sage. Ja, die ist auf jeden Fall weg. Ich hab die Wache noch. Klar. Dann komme ich mit. Ich wollte nur mal hier hinten hingehen, weil ich meine Ruhe mich mit Mieze unterhalten wollte. Aber das darf ich auch nicht. Na gut, dann kriegst du jetzt hier Doppelhammer-Aktion ab. Und du haust immer durch ihn durch, ne? Ich treffe ihn aber. Er schreit. Zerbrecht angesichts des Erbauers. Ach, du bist wieder am Weg. Ein Arsch treten? Nee, kann ich nicht. Schade. Empfangt den Schlag des Hammers. Der ist gerade hier hochgesprungen. So, gut. Ja, yes. Endlich. So, jetzt hier ist auch etwas Ruhe. WASD ist nicht bei meiner normalen Steuerung. Also nochmal zu meiner Steuerung. S ist bei mir Schleichen. X ist rückwärts laufen. F ist ducken. C ist das geduckt halten. Shift ist bei mir das normale Gehen.
Q ist bei mir seitwärts gucken, also nach links, rechts ist bei mir die andere Seite gucken, erst Gegenstände fallen lassen und dann halt der Rest ist ein normaler Standard-Sieb mit den ganzen Pfeilen. So, das wollte ich nur mal sagen. Oh, gut. Hey, ja. Hast du diese Ruhe? Weißt du, was haben wir heute hier im Spiel für einen Tag? Sonntag, wegen Kirchenglockenleuten, ne? Ja, aber warum? Das war zum Sonntag so. Aber normalerweise müsste das doch in Stundentakt kommen. Das kommt ja aber hier in Minutentakt. Da kommt eine Minute um, kommt dann Glocken wieder. Das ist schlimm. Das ist nicht normal. Lass uns doch mal hier nicht an der Kirche stehen, sondern. Ich esse mal kurz. Zwei Schild lehnen. Ich will mal gucken, ob man überhaupt. Lass mich mal bitte töten, dann komme ich mit mehr Gesundheit zurück. Nein. Wir brauchen keine Gesundheit mehr. Es lebt doch gar keiner mehr. Warte mal, was ist denn hier hinten? Ist hier hinten was? Oh, eine Krone. Wie konnte ich das übersehen? Oh, das. Das war übrigens das erste Ziel. Ja, stimmt. Jetzt habe ich ja den Schlüssel. Jetzt kann ich vielleicht das Ding öffnen. Ich habe jetzt. Und ich höre noch Wachen. Mach mal auf. Achso, das ist der Main Door und das Side Door. Ne, warte mal. Dann muss es noch einen dritten Schlüssel irgendwo geben. Vielleicht sollten wir die. Diese Tür geht gar nicht auf. Weil vielleicht müssen wir die Wachen mal untersuchen. Vielleicht haben die ja noch einen Schlüssel. Hier liegt ja was. Erinnerung, ja. Reminder. Ja, out of food. Ja, natürlich haben die kein Food mehr, aber ja, alles weggefressen. So. Hier wollte ich nochmal mich umsehen. Weil das wir dachte, das geht hier zum Glockenturm, aber da geht's gar nicht. Wozu ist dieser Raum da? Achso, hier ist eine Türe. Die habe ich nicht gesehen in der Dunkelheit. Dann gehen wir mal dahin. Vielleicht sollte ich vorgehen, weil ich habe den Schlagstock. Ja, mach das mal bitte. Ich habe den Schlagstock. Das ist eigentlich voll blöd, dass ich den Schlagstock habe. Oh, da kommt auch noch. Ja. Oh. Das ist so blöd, wenn man blind spielt. Das erste Mal weiß man nicht, was einen da erwartet. So, ich nehme den gleich mal mit. Mal eben, was hier hinten ist. Ah, hier ist keine Glocke. Hier geht's noch weiter höher. Oh, geh ich mal hin. Oh, was ist denn das hier? Wunderschön. Ein Büchlein. The Tower Rooftops have been gilded. It looks much better than way. Na, man kann ich auch Banner zerstören, wahrscheinlich nicht. Nee. Sieht so lustig aus mit so einem Hamritenknüppel. Mein Ton hat sich wieder runtergestellt. Oh, ist das ein Bug? Ich bin ganz oben auf dem Dach. Oh, ich bin hier in der Bücherei. Cool. Da kommt einer. Oh, hier ist einer. Würdest du hier mal zur Bücherei kommen, bitte, und den umhauen? Noch mehr Wünsche? Ja, nee, eigentlich nicht. Echt eigentlich. Okay, der rennt wieder runter. So, eine Wache weniger. So. Mach's gut, Marie. Tschüss. Bei der Hand des Erbauers. Oh, das hat er gehört. Ich einen rumgeschmissen habe. Wo bin ich denn hier? Wer seid ihr, Schurke? Dreh dich noch einmal um, bitte. Ich sehe hier eine Kombination. Oh Gott. Wow! Was man in der Bücherei machen kann. Ja, aber jetzt hat er mich gehört. Nein! Scheiß auf die Nein. Mission. Scheiß auf die Mission. Scheiß auf die Mission. Wir starten sie so nochmal. Weil es eh kacke ist, was du. Der Anfang war beschissen. Anfang war dermaßen beschissen. Dass du da alle durch die Gegend gerannt bist. War lustig, aber ich will es richtig spielen. Das war wieder so ein Test. So, gleich mitkommen. Sofort mitkommen. Ist er noch hinter mir? Gut. Ja. So. Ich muss den Schlüssel hierfür finden. Achte immer auf deinen Stein, weil darauf achtest du viel zu wenig. So, dann dahinter sind zwei Räume. Da ist auch nochmal Loot.
Wichtig ist, dass wir den Schlüssel kriegen aus dem einen Raum. Dann können wir in die Seitentür gehen. Ja, ich muss mal mein Ton hat sich leise gestellt. Ich muss mal eben laut machen. Ah. Ja, sorry. Das ist ein super Loop, den du gerade erzeugt hast. Der stellt sich komischerweise immer wieder runter. Ich verstehe nicht. Ich glaube, da ist ein Vogel. Ja. Oh, schön. Nee, der Sound hat sich nicht. Obwohl, das kann auch sein, dass du da deine Tasten wahrscheinlich wieder falsch versetzt hast, weil du kannst den Volumen im Spiel nämlich auch ändern durch Tasten. Mitten im Spiel. Genau wie Gamma und sowas. So. Ah, ja. Am besten, wenn du den Knüppel hast, das wäre am besten. Weil dann muss ich mir nämlich nicht Sorgen machen. Der ist wo? Na, der ist gleich, wenn man reingeht. Zeige ich dir. Warte. Ja. Ich zieh dir an den Zopf. Deine hat mich einen Zopf, dein Charakter. So, hier ist der Schlüssel drin. So, den Schlüssel habe ich. Jetzt nur noch horchen, wo die Wache ist. Coole Musik. Ich danke, Mieze. Ah, so ist ja später verstehen, Mätre. Du hast gepausiert und hast einen schönen Loop erstellt dadurch. Okay, safe. Okay, warte mal. Wir müssen den jetzt im Kreis. Wir müssen uns jetzt mit ihm im Kreis bewegen, quasi. Zu erkennen. Ist da jemand? Okay, gut. So. Wir warten, bis der die Tür nicht mehr im Sichtfeld hat und dann gehen wir rein. Okay. Das Problem ist, drin sind auch Wachen, aber da kannst du dich ja drum kümmern, wenn du möchtest. So, Tür ist offen. Der Hammer ist gleich, wenn du reinkommst, links. Ich komm nach. So, gut. Ich überlege, ob ich die Tür auch gleich zumache. Nee. Wobei, nee, wenn du stirbst, dann kannst du wieder reinkommen, deswegen lasse ich die Tür lieber mal offen. So, okay, gut, die Seitentür ist offen. Und jetzt heißt es Dieben. Du vor, du hast den Knüppel. Das ist genau dein Part. Ist aber sehr schade, dass der nicht animiert ist als Modell. Dass man sehen kann, dass du mit einem Hammer durch die Gegend läufst. So, hier ist jetzt eine Wache, die jetzt rauskommt. Aus dieser Tür. Das Problem ist, warte mal, ich habe den Moos nicht eingesammelt. Ich komme gleich wieder, ich hole noch den Moos. Ja. Weil dann können wir ihn in eine Falle stellen. Falle stellen. Paar. Frontalangriff. Ach, ich höre dich ja doch. Ich dachte, du bist draußen, du hörst mich nicht mehr. Ich höre dich nicht, ich bin gerade draußen. Und ich habe einen Main Door Key. Okay, gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können die Vordertür benutzen. Was eigentlich blödsinnig ist, wir brauchen die Vordertür nicht mehr benutzen. Ich kann die nicht aufnehmen. Ja. Was, die Wache? Ja. Das ist ja nicht schlimm. Das haben wir ja öfters, dass wir die Wache nicht aufnehmen können. Du musst nur gucken, dass da keine Wache kommt und den entdeckt. Ja, können sie gerne machen. Doch gut, ich will wie gesagt, jetzt ein paar Moos. Ich will jetzt ein paar Moospfeiler und Wasserpfeiler, damit ich hier auch mal ein bisschen. Ist da jemand? Ja, draußen in dem Brunnen waren noch zwei Wasserpfeile. Ja, ich weiß, deswegen laufe ich ja nochmal zurück und der Moospfeil war dann bei den Bäumen. Deswegen gehe ich da auch gleich hin. Ah, meine Hand juckt. Jetzt muss ich warten, jetzt muss ich gucken, wie ich da reinkomme, ohne dass der mich hört. Weil das hört man ja, sobald man ins Wasser steigt. So. Okay, hat mich nicht gehört. Gut. Es funktioniert doch noch mit meinem Sneaky. Außerdem habe ich heute ein Part rausgebracht, wo ich sehr sneaky sein musste. Und es war nicht ganz so sneaky. Gut, okay, gut. Ich habe meine Wasserpfeile, Moospfeile, das heißt, ich kann jetzt auch schöne Stellen dunkel machen und auch auf Metallboden und so können wir uns jetzt lautlos bewegen. Oh, die Glocke ist wirklich nervig. Oh, hier ist eine Wache. Und er hatte den Mendoki. Cool. Ich konnte ihn in die Ecke schmeißen. Warte mal. Ich gucke mal hier. Ne, hier liegt nichts mehr. Hier macht jemand ziemlich viel Krach. Das war ich gerade, ja. Ja, man hört dich von Weitem. Oh, ich habe Lebensmittel. Diese verdammte Glocke. Mach mal die Tür nicht zu, ich bin ja hier drin. Psst, psst. Ah. Da ist eine Wache. Ich komm mal rein. Hat uns zum Glück nicht mitgekriegt. Willst du mir sagen, was du hier gemacht hast? Warum liegt da ein Körper in dem Feuer? Keine Ahnung, der
Ja, ne. Die Waffe fallen lassen. Oh, oh. Und keine Bewegung. Oh Gott. Lass mich nicht allein mit dem. Er lässt mich allein mit dem. Ich bin sofort wieder da. Aua. Aua. Hast du auch noch eine bekommen? Ja, natürlich. Euer letztes Stündlein schlägt. Empfang den Schlag des Hammers. Aua. Jetzt. Okay. Ach, die ist abgeschlossen. The way to the Tower Bell. Oh, da müssen wir rein. Da müssen wir definitiv rein. Den müssen wir ausschalten. Ja, ich muss erst mal gucken, dass ich reinkomme. Ja, falsch. Oh. Okay, gut. So, jetzt müssen sie mich erstmal finden. Hahaha. Matrix kommt gerade rein und denkt sich, was ist hier los? Wo sind die denn alle? Die haben deine Leiche entdeckt. Die oh haben, ja, es kommt einer. Die haben die Küche gesehen und haben gesagt, was ist denn das für eine Sauerei? Da hat einfach sich jemand was zu essen gemacht, ohne uns was abzugeben. Und der ist ausgerastet. Das hätte ich auch gemacht. So, ich hole mir jetzt noch Knister Knister und einen Marsriegel. Und gönn mir diese Ruhe, indem ich diesen Marsriegel einfach jetzt esse. So. Oh, warten wir mal. Er kann Ballett. Guck mal, wie Metro durch die Hand rutscht. Gut. Den hast du getötet. Ja, ist ja gut. Library. Naja, dann, wie gesagt, jetzt kannst du dich austoben. Wie denn? Und ich gucke mir die Sachen mal hier an. Muss doch irgendein Geheimknopf sein oder sowas. Weil das ist hier so gefärbt. Warte mal. Ach, ich kann es ja nicht mal anschießen oder so, um zu testen. Jetzt läuft er hier rum. Ich höre auf jeden Fall noch eine Wache. Aber die muss über uns sein. In diese Bücherei? War das hier unten, oder? Nein, die war oben. Das ist die Vordertüre. Die kann ich jetzt eröffnen, theoretisch. Oder? Ja. Ich wollte erst den Hammer nehmen und damit die Leute K.O. schlagen, also quasi zum Bewerfen, und dann merke ich. Oh, da ist eine Wache. Da ist oben. Wie kommt man da nach oben? Durch das Treppenhaus. Der hat mich nicht gesehen, Alter. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unseren da ich auch Schwein gehabt. So, jetzt mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe. Nur diesmal ohne Chaos. Da ist auch noch eine Wache. Ziemlich viele Wachen hier. Und, ich glaube, Maitre wird auch gleich hier aufkreuzen. Dann gibt's hier Rambazamba. So, da oben war ich das letzte Mal, genau. Da habe ich irgendwas gesehen. Vor allem, dass hier in diesem großen Raum nichts sein soll, das ist schon, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist hier wahrscheinlich nichts. Oh, hier ein schönes Bild von den Erbauer und den Schwindler. Hier geht nicht auf. Na gut, ich habe einen Moospfeil, ich habe einen Wasserpfeil. Ich könnte hier auch das Licht löschen. Und was mache ich am besten? 12 Wasserpfeile, krass. Ah, schön dunkel, jetzt kann ich hier auch an ihm vorbei. Es läuft wieder. Was? Krone? Kronen? Welche Kronen? Warum ist denn hier lang gelaufen? Achso, das sind Kronen. Ah, die habe ich nicht gesehen. Da gehen wir gleich eh nochmal lang.
Quartiere. Ah, das ist sehr gut hier. Mal sehen, was wir hier Feines finden. Vielleicht irgendwie was anderes, was ich noch gebrauchen könnte. Na, da finde ich ein Schwert, das wäre lustig. Ach komm, ernsthaft. Ach man. Metratz erwischt. Was haben wir denn hier? The High Priestess had something from us. Each time we... Ach ehrlich. Cast the Sheriff or the Mechanist. I show you quest of transcendental duty in the Eastport Temple. Es gibt in Eastport auch einen Tempel. Na gut, das ist klar, die haben Riten. Oh, sorry, jetzt habe ich aus Versehen zu viel Escape gedrückt. Ich kam nicht mehr aus der Nachricht raus. Warte mal, ich komme gleich wieder rein. So, warte. Ja. Ja, im Game. In dem Raum, wo du denkst, da ist nichts. Ja, stimmt, ich habe nicht auf die Krone geachtet. Ja, Krone, stimmt. Bei Krone fühlt sich Coco angesprochen, da musst du aufpassen. Was ja logisch ist. Jetzt gucke ich mich aber hier in diesen Raum nochmal um, ob es hier noch irgendwas gibt. Und danach treffe ich mich wieder mit Maitre und dann gucke ich mal, was er so gemacht hat in der Zwischenzeit. Ja, ich habe hier so ein bisschen rumgewütet. Soll ich machen? Leute geärgert, umgehauen. Jetzt. So, Leute getroffen, mit den Leuten ein bisschen so geschäkert. Genau. Getroffen habe ich sie. Im Wahnsinn des Wortes, ja. Hallo, hast du mich gerade angegriffen? Was? Wie ist er denn drauf? Wie ist er denn drauf? Nein, der gleiche Drecksack bringt mich nochmal um. Wie sagte John McClane? Gleiche Scheiße passiert dem gleichen Mann zum zweiten Mal. Ja, John McClane. Die Hard. Yippie-Kaye. Schweinebacke. Genau das dachte ich mir auch jetzt gerade. Yippie-Kaye. Ich habe eine Maschinenpistole. Ho, ho, ho. Scheiß auf Türen auf und zumachen, ey. Ja, stimmt, die Tür mache ich, weil ich die Tür auch immer wieder zumache. Ach, da bist du ja wieder. Oh, ich höre wieder schreien. Oh, hier ist abgeschlossen. Wir brauchen den Schlüssel, um weiterzukommen. Oh, hier ist, brauchen wir auch einen Schlüssel. Also geht wahrscheinlich auch nicht mal einer Schlüssel, oder? Nee. Na, Mieze, freust du dich? Du wolltest ja immer, dass wir... Na, endlich habe ich ihn. Du wolltest ja immer, dass ich Fanmade spiele. Dann spiele ich jetzt mal eine schöne Fanmade mit dem Maitre. Also wenn ich schon leiden muss bei solchen Fanmates, dann muss der Maitre mitmachen. Ich bin ja ganz froh, dass das Glockengeräusch erstmal eine Weile nicht zu hören ist. Läuft doch noch einer. Wo ist der denn? Das war ich. Wahrscheinlich, was du da gehört hast. Dann wäre ich auch abgeschlossen. Warte mal, kann ich das vielleicht knacken? Na komm. Ah, das kann man aufmachen. Ach, da kommt er gerade rein. Ah, er hat mich nicht gesehen, das ist schön. Ich hab dich gesehen, dass du da rechts an der Tür bist. Achso, okay. Ich wollte hier mal gucken, ob ich hier irgendwo reinkomme. Okay, ich knack gerade die nächste Türe. Oben ist eine einzige Wache. Aber... Ist schon ausgeschaltet. Ganz oben. So, das ist die Bibliothek. Ah, okay. Ich steige gerade ganz vorsichtig rein. Hey, ich höre nie... Das ist eine Wache und... Okay, sie hat keiner... Keiner hat uns gehört. Das hat funktioniert. Geil. Geil, das war mal richtig professionell. Da muss ich aber, da muss ich aber auf deine Schulter klopfen. Warte mal, wo bist du? Ja, tap. So, kann schön. Ich dir mal Hammer zeigen, wo ich bin. Zack. Okay, was haben wir denn hier? Informationsquellen, aber keine Schlüssel. Das sind auch nur Companions. Companions sind langweilig, die bringen uns nicht weiter. Volume 4. Ich habe gerade den Hammer gehört. Ja, ich habe hier auf so ein Bild geschlagen. Ich habe gedacht, vielleicht ist da was irgendwas. Ja. Hier ist eine Schriftrolle, was denn? Was ist da drin? Oh ja. Neue Aufträge. Ich kann die nicht mal lesen. Liest du sie gerade? Was steht da? Book of the Nails sounds interesting. Go down to the tomb and find it. Also Buch der Nägel klingt interessant. Geh runter in die Gruft und find es. Ja, das habe ich nur verstanden mit der Gruft. Also das ist wahrscheinlich der... Zurück von wo du gestartet bist. Da steht 1900 Loot. Ja, das ist das Normale. Informationen über Evident. Warte mal, sie schreibt, ja, ich freue mich. Also wie gesagt, am WE macht Nico mit dem MP fertig und dann müssen wir mal schauen wegen Nico, wegen Mikro. Ja, der Metra hat heute auch schon geknausert, hat schon gesagt so, Mikro, es kostet doch nur 3 Euro. Ja, für 3,44 Euro habe ich eins entdeckt, aber allerdings auch kommst du hoch auf 10,49 Euro mit Versandkosten. Stimmt, hast recht. Die Versandkosten habe ich nicht bei. Wobei, du kannst ja in jedem Kaufland kannst du ja heute... Mann! Ja, ich wollte hier aufs Bild klopfen. Warum
wirfst du dich vor meinen Hammer, sag mal? Also ich habe mich nicht davor geworfen, aber hier, weil du Moosfeile so liebst, hier, kriegst du jetzt mal einen Moosfeil. Ah, ah! Ey, hör auf damit! Ich habe nur noch vier Schilder. Mein Schilder. Der ist gut, der Hammer. Der ist gut, der Hammer, ja, natürlich. Aber warte mal, wie kommen wir denn in die Gruft? Da ist doch abgeschlossen. Da brauchen wir einen Schlüssel dafür. Warte mal, ich habe ganz oben auf dem Dach so eine Art Kombination gesehen. Vielleicht können wir damit ja irgendwas machen. Komm mal mit. Ja. Warte mal, dann müssen wir hier lang. Wobei, warte mal, was war jetzt hier drüben eigentlich? Da war doch hier irgendwas mit dem Glockensystem. It's a way to the bell tower. Achso, das ist für immer geschlossen. Oh, das habe ich nicht mehr gelesen. Ich dachte, das wäre der Weg. Und dann geht's nicht. Naja, was soll's. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Zwei Wachen sind hier oben. Eine, die patrouilliert und eine, die direkt im Turm steht. Jetzt habe ich den Moosfall verschossen, wa? Ja. Das heißt jetzt... Das macht nichts. Psst, leise sein beim Rausgehen, weil ja. Die ist hier gleich nebenan. Oh ja. Ich sage vorsichtig machen und die Waffen fallen lassen. Ich kann dir nicht helfen, das ist so doof. Ich geh mal. Okay, so. Hier ist noch eine Wache, aber ich glaube, die dürfte... Oh! Oh! Zwei Schläge hintereinander hat der Drecksack gemacht. Wie macht man sowas? Was, drei Schläge? Na gut, der braucht nicht lange, weil wir sind erstens nur Diebe, wir haben keine Ausrüstung und das sind Hammeriten. Warte mal, hier ist eine Kombination. Ja. Haben wir irgendwo eine Kombination gesehen? Ich kann mal wieder rein. Oh, der Hammer macht mich aber nicht langsamer, das ist cool. Ja, das ist ein Knüppel. Knüppel machen nicht langsamer. Sag mal, schon wieder eine Krone übersehen? Noch eine Krone? Hab jetzt gar nicht drauf geachtet explizit. Wir sind jetzt einfach nur durchgerannt. Warte mal, hier draußen oder wo? Muss mal kurz gucken. Oh, jetzt fahre ich runter. Oh, die Amarit kommt wieder zurück, okay. Oder mal der summt so, oh lala, ich habe gerade den Märtyrer getötet. Nee, wir waren doch jetzt hier drinnen. Ich habe die Krone geklaut. Ich sag, Märtyrer, du musst ganz vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Ja, da ist er, nächster. Der läuft jetzt gerade wieder zurück. Mir dünkt, ich vernehme ein Geräusch. Und du warst laut. Ich hab dir schon mal gesagt, du darfst nicht bei fließendem Boden so schnell laufen. Da, du machst schon wieder Krach. Jetzt hat er sich hier mit dir gekriegt. Ja, dann soll er nachher kommen. Aus welchem Schatten sprang ihr schon? In den Raum links. Aber hier ist doch nur eine Statue, da ist doch nichts. Im Raum links. Ach, hier ist noch eine Krone. Ach, stimmt ja. Wollt ihr mir damit beikommen? Warte mal, wir brauchen eine Kombination. Was? Sag mal, das ist doch... Sind die Cheaten die, oder? Nein. Oh Gott. Wir spielen auf Difficult. Hammer ist scheiße. Das ist ein Knüppel, das ist ja auch nicht zum Kämpfen. Das ist nur zum K.O. schlagen. Du kannst damit nicht töten, normalerweise. Du kannst sie auch nicht frontal angreifen, das kannst du knicken. Du musst die von hinten irgendwie hinterrücks. Deswegen habe ich gesagt, du solltest da sneaky rangehen, aber... Du hörst ja nicht auf mich, du machst ja immer wieder... Nee, das hättest du mir mal ganz am Anfang sagen sollen. Wieso? Was glaubst du, was das ist? Das ist kein sieht zwar aus wie eine Amerikenkeule, aber funktioniert wie ein Prügel. Das merkst du doch beim Zuschlagen, dass das kein Schwert ist. So, ich suche jetzt nach Hinweisen, weil wir brauchen einen Code. Oh, diese Glocke. Ich habe doch hier diese Schriftrolle aufgesammelt, was ist denn damit? Aber steht da eine Code drinne? Wie öffne ich die denn? Achso, warte mal, ich habe die Schriftrolle, warte mal. So, jetzt habe ich sie aufgemacht. Siehst du sie? Nein. Warte mal, ich lasse mal fallen. Hier, ich hab sie dir hingelegt. Ich hab sie dir hingeworfen. Hä? Ich hab sie gerade hingeschmissen. Ich sehe keine. Ich werf dir gerade eine hin. Okay, dann. Hör auf. Jetzt hab ich sie. Ich kann sie nicht angucken. Dann wirfst du mir nochmal hin. Ich kann nicht in die Schriftrolle reingucken. Wie macht man das denn? Mit welchem Rechtsklick. Ja, kann ich nicht. Nee. Dann, na, wenn es bei mir nicht geht, dann klappt es bei dir wahrscheinlich auch nicht. Aber deswegen suche ich ja nach einem Code oder sowas. Deswegen gucke ich immer alles schnell durch. Hier ist ein Companion nur. Volume 1. Volume 2. Ob es damit was zu tun hat? Oder mit diesen Dingern hier? Was, Mette? Du musst sie von hinten nehmen. Genau. Hör auf, Mieze. Mhm.
Weißt du, immer bei mir sagen, ich bin ekel oder sowas oder pervers oder sowas, aber Frauen sind einfach viel schlimmer. Hat nicht gerade eine Wache dich gesehen? Ja, ich hab ihn ausgesperrt. Ach so. Du weißt aber schon, dass es zwei Wege hier rein gibt? Du weißt schon, dass es hier zwei Wege reingeht. Und der Leute, er denkt sich so, ich hab mal ausgesperrt. Mann, ich bin nur am Reinlaufen. Sucks. Komm, ernsthaft. Hier, komm mal her, du. Okay, lass mich nicht in Ruhe. Okay, ich lock ihn mal raus. Wow, oh, was? Nein! Führe mich zum Sieg. Das, nein. Okay, du hast einen erwischt. Ja, hab ich erwischt. Wache, Totschlag. Ich hab mich zumindest ein klein wenig gerecht. Ach, das war. Wo schlich er hin? Wo schlich er hin? Das ist eine gute Frage. Du hast ihn gerade erledigt. Ach, da ist er! Ich hab einen Schrei gehört. Ey, das gibt's gar nicht. Was haben die denn für einen Schlag drauf, sag mal? Der Mariten machen mehr Damage als normale Wachen. Definitiv. Ja, ich merke das gerade. Es gibt im Thief-Wiki, im englischen Thief-Wiki, kein richtiges deutsches Thief-Wiki, da siehst du eine Tabelle, von was die Fähigkeiten und die so für Schaden machen und was sie aushalten. Da siehst du, Samaritner machen mit dem meisten Damage. Die machen nur knapp weniger Damage als die Feuerelementare. Ja, voll, jetzt habe ich ihn gekriegt. Also hier ist nur die Küche. Gerecht. Aber hier ist auch nichts. Bist du noch unten? Nö, ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg nach oben, weil ich suche irgendwie einen Hinweis, weil ich weiß nicht, was für einen Code ich eingeben soll. Weil ganz oben kannst du einen Code eingeben. Aber ich weiß nicht, was du da eingeben sollst. Okay. Es muss doch irgendwo einen Hinweis darauf geben. Warte mal, wir haben einen Raum noch nicht öffnen können, aber das geht auch nicht. Gib mal 141 rein. 141? Wie kommst du jetzt auf diese Zahl? Weil ich die hier gerade in einem Buch gelesen habe. Echt? Welches Buch? Wo denn? Na hier, vor dem Eingang, den bin ich aufgekommen. Warte mal, du meinst diese, in den Kapellenbereich? Stimmt, den habe ich nicht gelesen. Ich dachte, das wäre nur ein Compendium. Warte mal. Da steht aber eine 141 drin. Warte mal, ich Kapitel gucke. 141, aber das kann ja durchaus auch gut sein. Das könnte. Ich habe was entdeckt. Gucken wir mal. Was für ein Compendium ist denn das? Volume. Ach, 141, ja, ist ja klar. Volume 141. Und es gibt auch andere Volumes. Ich dachte, das wäre irgendwie im Satz drin gewesen. Aber wir können es ja mal testen. Wir können ja alles mal testen. Ja. Warte mal. Das war nämlich Compendium 141. Es gibt so viele Companions hier. Kann man das hier zumachen? Kann ich die eigentlich hier alle mitnehmen? Nee, sind alle kaputt. Hier ist nur das Klo, da ist die Küche, das kann wieder zugemacht werden. Hier drüben sind nämlich auch noch Companions. Das ist Volume 1 zum Beispiel. Und das andere ist Volume 2. Ah ja, 2. Ja, aber es gibt 141, also du kennst das doch von anderen Rätseln, dass du da 5 Nummern hast und du musst aber nur die ersten Zahlen nehmen und nicht irgendwie einzelnen. Naja, ich weiß nicht, wie viele Zahlen ich nehmen muss. Wo bist du denn jetzt? Ich bin oben. Das wird nicht genau gesagt. Warte mal, die Bibliothek war hier rechts. Ich guck mal noch in die Bibliothek, weil da waren ja auch Bücher. Mal sehen, was hier steht. Hier steht 4 und das andere müsste 3 sein. Ne, 7. Warte mal, 1, 2, 4, 7. Schreibt das mal bitte im Chat. 1, 4, 7, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 4, 7. Und das andere war 1, 4, 1. Genau, das andere war 1, 4, 1. Mal sehen, ob wir noch mehr finden. 1, 2, 4, 7. Und das andere 1, 4, 1. Merken wir uns das mal. War hier noch eins? Warte mal, ich gucke mal. Ne, hier war nur eine Absperrung. Wozu auch immer das hier da ist. Zum Runterschauen. Oh, schön. Ich schaue da mal runter. Ich habe runtergeschaut. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Vielleicht war hier oben auch noch ein Buch. Warte mal, hier oben war auch noch ein Buch. So, hier oben ist auch noch ein Buch. Das ist Compendium. Warte mal, da steht nur so: Tower Rooftops have been gilded. It looks much better than way. Sagt aber nichts aus. Warte mal, irgendjemand hat. Er hat uns schon längst gehört. Das heißt, er wird gleich da reinkommen. Zu uns. Fürchte. Warte mal, ich mach die Tür auf, er rennt zu mir und du schlägst ihn von hinten nieder. Genau, mein. Ja. Dann musst du mal weg von der Tür. Okay. Bisschen weg von der Tür. So. Guck. So, er kommt zu mir. Ihr werdet mir nicht entkommen. Siehe, die Gnade des Erbauers. Er hat so einen komischen Breakdance gemacht. Oh, ich muss hier weg. Okay, du hast ihn. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das der letzte war. Ich glaube nämlich, einer ist noch hier. Der keinen mehr. Nee, der ist weg. Gut, da ist nämlich die Kombination. Und hier ist, sonst nur noch. Hier ist noch ein.
Schriftwechsel. Aber da steht nichts wegen dem Code. Hier steht nur, dass, ja, kannst ja selbst lesen. Warte mal, ich schmeiß es hier mal hin. Wo bist du? Hier. Das ist nur so eine kleine Randnotiz. Ich muss mal hier durch. Ich versuche mal die Codes. Warte mal, 141 probiere ich mal. Warte mal. Weil ich sehe nämlich hier keine Anzeigen. Warte mal. 1. Ja, 4, 1. Nichts passiert, okay. 1, 2, 4, 7. 1, 2, 4, 7. Das war aber nicht die Reihenfolge, wie ich sie gefunden habe. 1, 2, 7, 4, oder? Das können wir auch ausprobieren, ja, warte mal. Oder 4, 1, 2, 7, 2, 7, 4, 1, 2, 7, 1, 4. Das ist alles nur willkürlich, weil wir nicht genau wissen, ob es das wirklich ist. Ich weiß nicht, was ich hier drücken muss. Und ich sehe auch keine Anzeigen, dass was passiert. Achso, die haben es im Chat geschrieben. Danke, Mieze. Wie heißt die Mission nochmal? Weil dann kann ja die Mieze ein bisschen nachschnökern. Weil wenn ich jetzt... Warte mal, unten sind doch auch noch Bücher. Unten sind doch auch noch Bücher. Komm, wir gehen nochmal ganz runter. Wir gehen nochmal raus. Ah, da gibt's Klappe da unten. Warte mal, kann man die mitnehmen? Die kann man sogar mitnehmen. Nehme ich den mit. Oh. Oh. Alter. Stimmt ja, mit einem Körper in der Hand lässt sich nicht gut Treppen steigen. Leiter ansteigen. Warte mal, ich lasse ihn mal hier liegen. Warte mal, wie hier so zwischen den Hammer. Und mal. Komm, so. Ich habe nur noch ein Schild übrigens, warum? Nur, dass du Bescheid weißt. Ja. Alles gut, alles gut. Das war ein kontrollierter Sprung. Oh, diese Glocke. Ich bin die Treppe runtergefallen, aber mir ist nichts passiert, das meine. Deswegen habe ich mich erschreckt. Und die Glocke wieder. In einer Hütte nicht was zu essen? Ich glaube schon, ne? Nicht, dass ich wüsste. Tretet hervor und gebt euren Namen an. Oh, jemand hat... Einen von uns beiden hat er gesehen. Er läuft auf jeden Fall jetzt in diese Richtung. Das ist auch das Letzte, was er sieht. Hier ist nämlich noch eine Schriftrolle. Ich guck mal, was in der Schriftrolle steht. Er ist platt. The High Priest Bass. Guck mal in den anderen Raum, ob du da was findest. Warte mal. He bath forbidden to all others entry into the altar room. Toot booty interest to me to see what he bath hidden there. But I cannot find where he bath concealed the key. Where could it be? Oh. In der Toilette. Da hat einer die Wasserpfeile rausgeholt und das ganze Gold drin liegen lassen. Ne? Wo bist du denn? Hier. Ah, da. Warte mal, hier. Hier kannst du mal selbst durchlesen. Aber ich glaube, in der Toilette ist der Hinweis. Quasi die Toilette. Quasi, wenn er zur Toilette geht. Kann es sein, dass er wahrscheinlich den Schlüssel da fallen gelassen hat. Und es gibt ja nur eine einzige Toilette. Ich war vorhin schon drin und habe einmal reingeschaut, ob da irgendwo ein Wasserpfeil ist, aber habe nichts gesehen. Das ist ja nicht direkt im Klo, warte mal. Oh, warte mal, was war das? Achso, das war dein Name, der hat aufgeblunken. Was war das? Achso, mein Name im Klo. Aufgeblunken. Gibt es noch eine Toilette? Lass mal zu, was machen die beiden hier im Klo? Oh, vorsichtig. Nee, hier ist wirklich nichts. Warte mal, hier ist auch noch ein Hinweis. Aber das ist nur, dass wir kein Essen mehr haben. Genau, das ist nur, dass wir kein Essen mehr haben. Dieser Hinweis ist das. Weil wir brauchen den Schlüssel für den Altar hier. Den Altarraum. Und der ist abhanden gekommen. Beziehungsweise keiner weiß, wo der ist. Und diese Schriftrolle, die ich hier immer habe, ist der Hinweis darauf. Ich dachte, ich kann da hochklettern. Warte mal, ich könnte da hochklettern. Ich kann da hochklettern. Vielleicht wirst du ja aus dem Text schlauer, wenn du da mal drüber gehst. Welchen Text? Na, die Schriftrolle, die ich dir gegeben habe. Guck mal in dein Inventar. Ja. Und ich gucke so lange schon mal, ob ich hier drüber komme. Weil manchmal gibt es Fanmissionen, wo du dann Kisten benutzen musst. Finde ich zum Beispiel übelst krass, aber... Egal, ich probier's einfach mal. Ich hätte jetzt gedacht eher, dass er das auf dem Weg zur Toilette da
da vielleicht was passiert ist. Aber... Warte mal. Komm ich da jetzt schon hoch? Ah. Ich glaube, ich... Ich bin durch, ich bin drüben. Scheiße, ich hab... Nee, das mit der Toilette, er fühlt sich halt beobachtet, überall wo er hingeht, selbst wenn er auf die Toilette geht. Also es hat mit ach dem, so, dass da ein Klo drin ist, nichts zu tun. Ich, habe so ich hatte so verstanden, wie dass durch das Verloren des Schlüssels, dass da ein Unbehagen für ihn war, dachte ich. Dass er dann halt auf Toilette ging, dieses Unbehagen noch hatte. Dass er ihn vielleicht da verloren hatte, hatte ich so verstanden. Oh, ich hab eine Krone gefunden. Ich bin übrigens auf der anderen Seite, Maitre. Ich hab's geschafft. Und ich hab den Schlüssel! High-pressed room, aber ja, ich fühle mich hier. Ach, okay. Ich fühle mich ein bisschen. Oh, und ich habe wieder eine Schriftrolle bekommen. Kannst du denn hier die Tür aufschließen, oder? Nee, nee, das ist ein anderer Schlüssel, den ich habe. Der ist wahrscheinlich für die Tür ganz oben. Okay. Aber hier ist auch kein Code drinne. Oh, das Cryptheft erwähnt. Warte mal. Wieso kann ich hier nicht draufspringen? Hä? Geh da nicht lang, du kommst nachher vielleicht nicht wieder zurück. Ich brauche die vielleicht, um ein paar Kisten rüber zu schmeißen. So. Okay. Okay, ich versuche jetzt noch das Ding hier zu knacken, weil mehr gibt's hier nicht in diesem kleinen Bereich. Also es bringt nichts, wenn wir beide hier drüben sind. Okay. Siehst du mich? Ich sehe dich. Okay. Ich knack nur noch diese kleine Schatulle. Auf jeden Fall habe ich einen Schlüssel gefunden. Das glaub ich weiß nicht, ob das geplant ist vom Spiel, aber ich glaube, wie gesagt, ist uns egal. Wir sind Diebe, wir suchen unsere eigenen Wege. Warte mal, vielleicht kann ich ja von hier aus rüber. Wieder zurückspringen. Hey, es geht. Okay. Okay, gut. Dann gehen wir nach oben. Denn ich glaube, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Diese Fanmischen, wir haben sie einfach nur zerstört. Aber ich denke mal, so sneaken ist auch verdammt schwer, denke ich mal, hier ghosten. Durch zu ghosten. Wobei, ich könnte es schaffen. So viele sind es nicht. So, okay. Hier. Da war nämlich noch eine Tür, die ist verschlossen gewesen. Und das müsste dann diese sein hier. Genau. Empress Broom. Und hier ist ein Buch. Christians, this is indeed it is a difficult time. The greatest... Achso, ist noch eine Seite auf der anderen Seite. Ich kann die nächste Seite nicht umblättern. Ach, jetzt. Ah, der Code ist 9906. Okay. Ja, gut. Ah, cool. Okay. 9906. Gut, dann können wir jetzt doch endlich mal weiterkommen hier. Aber ich weiß nicht, ob ich habe jetzt so viele Codes zwischenzeitlich eingegeben. Ich hoffe, es funktioniert noch. Ja, natürlich funktioniert das. Wenn ich das mache, weil man sieht keine Anzeige, weißt du? Ja. 9906. Juhu, wir kommen weiter. Wo sind wir denn jetzt? Oben. Du bist ein bisschen langsam, mein guter Mann. Ja, ich bin ja auch oben, aber du klopfst da auf und bist weg und dann... Ach, hier. Es ist, ich weiß nicht, was, es ist nichts passiert, oder? Ja, weil ich die Code schon vorher eingegeben habe. Vielleicht müssen wir das nachher die Mission doch nochmal neu starten. Warte mal, ich mach mal 0000. So. Ich höre auch nichts. Ja, weil wir schon vorher Codes eingegeben haben. Ich glaube, das ist nicht gut für die Fanmate. Ah. Ich guck mal kurz mal unsere Ziele durch. Ich nehme mal kurz auf O. Oh. Steal at least 1900 Loot, return back to where you start und Book of Nails sounds interesting. Go down into the tomb and find it. Und irgendwann, das wäre hier der Weg gewesen, um in die Tomb, also in die Gruft zu kommen. Ich würde sagen, wir starten es nochmal neu und fassen das Ding diesmal nicht vorher an. Aber ich starte nur mit neu, wenn ich den Hammer schon gleich habe. Es geht nicht. das geht nicht. Wir starten nochmal neu. Ich mach's nochmal so. Du versteckst dich an der Türe und ich hol einfach schnell den Schlüssel und komm dann wieder und dann kannst du gleich rein und dann den Hammer holen. Dann musst du dich nicht bewegen, okay? Alles klar. Ist das ein Deal? Das hört sich gut an. Weil es bringt ja nichts, wenn wir beide da hinten rumschleichen und Zeug klauen. Weil ich bin da schneller, wenn ich da alleine durchhusche. So. Gut, dann gehen wir mal gleich mal hin. Du bleibst dann einfach hier hinten, links gleich an der Türe, wo es dunkel ist. Oh, ich muss mich beeilen, die Wache hat mich gerade gesehen. Ich muss den Schlüssel hierfür finden. Oh, ich bin sichtbar. Ah, jetzt. Warte mal.
Ruhe. Gut, ich bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. So, dann kann ich mir auch gleich den Moosfall schnappen, den ich immer noch nicht richtig verwendet habe. So. Okay. Scheiße, da läuft so blöde. Ah, muss ich warten, bis er wieder drumherum läuft. Naja, das ist Thief. Thief ist ein bisschen Geduldsspiel. Aber es ist schön, dass wir wissen, wie es weitergeht. Ich brauche also nur die Kisten, dann kann ich auch darüber springen. Da brauche ich nicht unbedingt den Altarschlüssel zu suchen. Wer weiß, wo der ist. Vielleicht ist der in irgendwie so einem Geheimbereich oder so eine Kacke, weißt du? Vielleicht, wo wir schon öfters langgelaufen sind. Und da haben wir den Schalter einfach nicht entdeckt. Das kann ja auch sein. Dass das jemand versteckt hat, den Altarbereich. Dass man da nicht reinkommen soll. So. Gebt euch zu erkennen. Ist da jemand? Lügner mit Gespannen. Ja, aber er ist ja gar nicht zugänglich, der Altarbauer. Ja, es gibt ja einen Schlüssel dazu, aber der ist ja verloren gegangen. Laut der Information. Oder beziehungsweise jemand hat. Oder er ist einfach weg und keiner weiß warum. So war das, glaube ich. Warte mal. Kann ich hier schnell vorbei? Ja. Ist auch eine Wache. Gut, da bin ich jetzt auch durch. Und den Schlüssel habe ich auch. 25. Sonst war hier nichts mehr in dem Raum, nehmen wir. Oder hast du vorhin auch noch was entdeckt? Ich höre gerade. Deiner? Ja, es kommt deiner. Und er läuft wieder weg. Er läuft wieder zurück. Ich habe den Schlüssel auf jeden Fall. Warte mal, hier hinten ist ja auch noch was. Vielleicht ist hier noch ein Moosfall. Noch ein Moosfall. Wow, ich habe zwei Stück. Das ist doch nicht nur ein obligatorischer. Einer. Ein einziger. Und mich hat keine Ware mitbekommen. Nur mal so. Oh? Gut, sehr gut. Ich muss ihn immer ein bisschen ärgern. Ich muss immer dem Mädchen ein bisschen Zucker geben. Mhm, du hast prallt so an mir ab. Das glaubst du gar nicht. Ja, dann kann ich mal rein. Deine Worte prallen an mir ab. Sie haben nicht genug Angriffsfläche für meine Männlichkeit. So, dein ist der Hammer. Und der hat komischerweise. Doch, der hat auch eine Krone. Gut. Der hat auch die Krone auf. Krone, Krone, Krone. Da fühlt sich jemand angesprochen. Ist jemand gekommen? Oh, da ist einer. Okay. Warte mal. Wenn er auf dich zukommt, dann hau ich ihn platt. Du musst dir eine Regel merken bei Thief. Die Wachen haben immer, die haben zwar mehrere Sätze, aber es gibt immer einen Satz für, oh, jetzt bin ich aber alarmiert. Also bin ich halb alarmiert. Und es gibt einen Satz mit, ich bin wieder beruhigt. Und die musst du jetzt erstmal auseinanderhalten können. Dann weißt du nämlich, ab wann du Zugriff machen kannst. Wenn er sagt zum Beispiel, ist da jemand, dann ist er halb alarmiert. Naja. Sagt er, war wohl nur der Wind, dann, oder ist es nichts? Dann ist er wieder ruhig, dann ist er wieder auf Standard. Solltest du dir auf jeden Fall merken. So, das Blöde ist, ich brauche jetzt schon eine Kiste, sonst könnte ich jetzt schon rüber. Die Kisten sind hinten bei dem Treppenhaus. Ich mach mal diesen Gang hier, diese Glocke. Diesen Gang mal dunkel. Und ich mach mal hier vorne an der Türe, an dieser Türecke, mache ich Moosfall. Das heißt, wir können uns da bewegen, ohne Sound zu machen. So, Toilette war ja nichts. Ist hier jemand? Ja, aber hier ist Nahrung. Du kannst ja schon mal ein bisschen was mitnehmen. Oh. Da ist eine Wache, ja. Eine Bewusstlose, stimmt. So, jetzt ist im nächsten Flur sind wieder ein paar Wachen. Er kommt rein. Heute wieder. Hat dich gesehen. Oh ja. Du darfst ja nicht direkt von vorne kommen, ist ja klar, dass er dich sieht. Hey, du Wache. Hey, ich hab seinen Schlüssel geklaut. Oh, du bist eingefangen, oder? Das hört sich so schlimm an. Okay, er hat's hingekriegt. Wir haben einen Main Door Key, ja. Warte mal, ich mache immer den Körper mit. Du hast auch einen Main Door Key? Ich habe auch einen. Ich versteck mal den Körper hier drin. Ja, der liegt hier noch, aber. Den kann man nicht nehmen, den hast du getötet. Türen zumachen, das ist wichtig. Weil dadurch hören sie dich, wenn die Türen erlaufen sind. So, ist hier einer? Da kommt einer, ja, aber das Problem ist das Fliesenboden. Ja. Ihr seid denn, ich lock ihn hier rein. Oder du gehst schnell.
Ne, ist zu spät, er geht schon. Hat geklappt. Oh, cool. Ja. Dann bring ich den gleich mal zurück, wieder in den wunderschönen Glockenbereich. Siehst du, das ist viel, viel professioneller. Das ist ja, alter Schwede, das ist ja Profession. So, dann gehe ich mal in den Treppenhaus und hol mir die Kisten. Zwei brauche ich noch. Beide mitnehmen? Einen brauche ich noch, ja. Eine brauchst du, oder? Eine brauche ich noch. Zwei insgesamt. Schade, dass man es nicht sehen kann. So. Oh. Schon gut. Ach, die können übrigens auch kaputt gehen, wa? Deswegen. Oh, was ist jetzt los? Die geht kaputt. Wieso kann ich jetzt nicht. Hä, warum kann ich jetzt nicht? Bei mir bist du oben. Nee, meiner zieht sich nicht hoch. Jetzt. Okay. Gut, ich bin drüber. So, Schlüssel habe ich. Die Nachricht habe ich. Warte mal, ist das dasselbe? Warte mal, ich gucke mal. Das ist dasselbe, okay. Und der Code, den kriegen wir erst beim Priester-Raum. Beim Priester-Raum. Wie gesagt, jetzt haben wir den Code ja vorher nicht eingegeben. Das heißt, es müsste funktionieren. Und selbst wenn nicht, dann müssen wir einfach mal alles abchecken. Wie gesagt, du musst nicht auf mich warten, Maitre. Du kannst schon mal vorgehen. Und schon mal den Weg bereiten. Wenn du das zutraust. Welchen? Na, der, wo wir hin müssen. Den Weg bereiten. Oben. Das ist ja auch was. Na gut. Weil du bist ja Blödsinn, wenn du jetzt hier wartest die ganze Zeit. Das ist alles nur Zeit. Wir haben nur eine Nacht. Oh, diese Kiste. Aber scheint mit dem Bewegen besser zu laufen bei dir. Guck ja, dir mal diese Krone an. Guck dir mal diese Krone an. Das ist doch eine wahre Krone. Das ist doch eine richtige Krone, wa? Koko? Edge Badge. Ja, aber hier unten der eine Raum mit der dunklen Fliese an der Wand, wo du sagtest, Mensch, da müsste es doch einen Schalter geben. Das bin ich aus dem Kopf, da bin ich nicht da. Was? Tatsächlich so aus, als wäre da. Ja, ein Geheimversteck. Kann man eigentlich mit dem Totenkopf machen? Ach, ich dachte, du bist. Alter, ich dachte, du bist oben. Ja, ja, ich bin ja auf dem Weg dahin. Na, ich bin schon oben. Ja, ich höre dich. Hier auch ein bisschen um. So, jetzt bin ich schon hier. An der Stelle. Warte mal, ich kann ja hier auch dunkel machen, oder? Halt! Wandelt der Wehr? Oh, Start und Modus Busch! Ein Glück. Alles scheint jetzt ruhig. Schnell den Priesterraum öffnen. Scheiße, er kommt. Oh, Scheiße! Oh! Jetzt hatte ich Angst. Jetzt hatte ich Angst, dass er mich mit sieht, wenn ich da in die Ecke komme. So. So, Priesterraum. Guck mal, ob der Code sich geändert hat. Nein, immer noch. The Secret Code. It's hier. It's only accessible via the control mechanism when one has the secret code 9906. Also 9906. Mhm. Das ist übrigens der Way to the Basement, also zum quasi zum Keller kommen wir dann. In den Untergrund. Warte mal, das sieht doch. Da brennt irgendwas, aber man sieht das Feuer gar nicht. Naja, gut. Ah, warte mal. Kommst du da durch, ohne dass du die Wache alarmierst? Okay, er schafft's, okay. Gab's hier noch irgendwas? Hello. Ah ja, die Schriftrolle gab's noch. Die man nicht lesen kann, komischerweise. Mehr gab's aber auch nicht, aber hier. In der letzten Schriftrolle stand irgend noch was von Library. Einfach überflogen. Vielleicht gibt's hier ja doch noch irgendwas. Ne, wir haben ja doch alles. Wir haben jetzt schon den Code. Bei den Büchern oder so. Wir haben ja auch den Code. Warte mal, den packe ich mal bei den High Priest Room rein. Oh, der High Priest auch nicht da ist. So, ist ein Weg. So. Ah. Wichtig ist immer Körper verstecken, weil. Du hast ja bei Thief 2, wenn du in eine Option guckst, wenn du eine Mission startest, steht ja drinne, du kannst es einstellen, dass Wachen Körper suchen. Das machen die ja dann. Bei FMs bin ich eigentlich immer gewöhnt, dass sie automatisch nach Körpern suchen. Ach halt, wir müssen ja hier lang. Aber wo schleppe ich denn jetzt hin? Den brauche ich doch ja auch nicht. Warte mal. Hier ist eigentlich schön dunkel, hier kann er ruhig liegen bleiben. So. Dann poppt der da hinten auf. Ja, schön zu sehen. Der poppt auf wie so Popcorn.
So, dann gehen wir mal nach oben. Nein, diesmal übersehe ich nicht die Krone. Mann, Metro, du kannst doch nicht hochklettern, wenn ich noch auf der Leiter bin. Doch, kann ich. Hast du gesehen. Doch, kann ich. Ich kann das. So, wir haben jetzt noch zwei Wachen vor uns. Ich mache jetzt mal für dich einen Moosbereich hier. Das heißt, dann kannst du... Du kannst ihn ja auch wieder reinlocken. Das ist gar nicht... Na, jetzt hast du mir den Moos kaputt gemacht. Doch, gar nicht. Ist hier alles voll. Nee, ist er nicht. Das ist nur eine optische Täuschung. Nee, ich höre mich gar nicht laufen. Hier höre ich mich laufen, hier ist ruhig. Ich bin die einzige Krone. Hörst du auf, hier einen auf Mädchen zu machen, bitte? Was? Ich habe nur vorgelesen. Eigentlich ist es ja auch nicht nötig. Ich mache das Licht aus und dann kannst du hier reinkommen. Und dann kannst du niederschlagen im Dunkeln. Geh mal nur mal aus meinem Blickfeld. So, gut. So, gut. Dein Part. Achtung, dass du nicht runterfällst. Weil wenn wir nämlich hier Lärm machen, dann kommen die Wachen nach oben. Der dreht sich gleich um, pass auf. Ja. Jetzt kannst du. Angriff! Sehr schön. Schmeiß ihn vom Dach, schmeiß ihn. Nee, dann kriegen die das auch mit. So, jetzt hier rechts drinne. Den kannst du auch erledigen, weil der ist mit dem Kopf zur Wand, guckt der. Aber du darfst nicht auf das Metallboden treten, in der Mitte. So, jetzt probiere ich's. Achtung, ich drück den Code ein. Ja. 9 1 3 8 4 9 4 9 0 7 6 8 3 4 Ich frage dir eine. Warte mal, es ist nichts passiert. Okay, dann warte, gucken wir mal, was sich verändert hat hier in der Gegend. Es 9, ist hell geworden. War es nicht schon so hell? 9 9 0 6 ja. Aber wir haben schon sehr viel Cash. Aber in den Katakomben gibt es, denke ich, mal noch mehr. Ja, was hat das jetzt hier 1300, gebracht? 1300, ja. Jetzt habe ich 9906 eingegeben. Ich probiere mal jetzt andersrum. 6099. 6099. Einen akustischen Hinweis geben, dass sich irgendwas getan hat. Ich dachte eher, dass hier so sich ein Boden oder sowas öffnet. Aber das ist ja nicht passiert. Okay, warte mal, nochmal andersrum. 9906. Oder 9960. Auch nichts passiert. Es passiert einfach nichts. Ach so. Es passiert nichts. Ich weiß nicht warum. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Müssen wir vielleicht irgendeine Maschine aktivieren? Die Strom liefert? Die Anleitung steht beim High Priest Broom in dem Buch. Also da stand drin, dass der geheime Code für die Maschine, für den Mechanismus, 9906 ist. Und den haben wir eingegeben. Hast du jetzt nochmal 4 Codes Stellen eingegeben? Ja. Nochmal denselben? Ja. Gut, dann gucken wir mal. Vielleicht hat sich ja was geöffnet oder so. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Vielleicht hat sich ja eine Kammer oder sowas geöffnet. Vielleicht ist ja unten irgendwas offen. Mit dem Hammer hier. Na, gar nichts. Oh, diese Leiter. Na, dann geh doch voraus. Ich hab nämlich ein bisschen Bammel, wenn du dazwischen bist. Ich hab Vornamen mal. Was? Ich habe einen Vornamen als Nachnamen. Das stimmt. Mit? Ich komm nicht. Irgendwie häng ich fest. Springen. Nein. Draufspringen. Komm, spring mal drauf. Geh doch schon mal vor, ich komm nach. Ich brauche immer meine Zeit mit den Leitern. Mach ja mal ein bisschen Alarm. Okay, ich bin da. Ich hab's geschafft. Oh, diese Leitern. So. Gucke erstmal nochmal in die Bibliothek, dass hier vielleicht sich was verändert hat. Hier hat sich nichts geöffnet. Ist auch blöd, dass hier kein... Naja, du hast schon recht, dass kein Symbol oder irgendwas, ein Hinweis oder so passiert ist. Vielleicht haben die gedacht, ach, warte mal, die Fanmate kommt sowieso keiner so weit. Die sind schon beim Glockenturm genervt. Von der Glocke und die spielen es eh nicht weiter und jetzt sind wir schon so weit und es geht nicht weiter. Nicht, dass die Fanmade gar nicht zu Ende geht. Das weiß man nicht. Es sind von Fans kreiert. Man weiß es nicht. Ich gehe mal manchmal davon aus, dass viele Missionen gar nicht richtig funktionieren. Guck mal, hier ist so ein Kerzenständer. Achso, den kann man nicht aufsammeln. Guck mal, vielleicht hat sich hier was geöffnet. Hier hat jemand den Schädel durch die Gegend geschmissen. Ja, den habe ich da hingeworfen. Hier sind ein paar Lampen. Und hier hat sich auch nichts verändert. Kannst du dagegen schlagen und es macht Bling? Also Metallgeräusch?
Schlag mal auf dieses schwarze Ding. Du musst dabei so runterdrücken, also so schlagen und F oder schlagen und ducken gleichzeitig drücken musst du. Dann duckt er sich und schlägt direkt drauf. Quasi erst schlagen und dann F machen. So Timings-Ding. Dann kannst du nämlich auf Sachen schlagen, die unten unter dir sind. Aber wenn das Visa durchschlägt, dann ist es kein Geheimgang, dann ist es einfach nur ein gefärbter. Also ist es kein geheimer Bereich, wenn es kein Geräusch macht. Das ist doch doof, ist das. Also die Mission, wie hieß denn die Mission? Weißt du es noch? Warte mal, ich blende sie mal kurz ein. Oh. Was aber passt irgendwie. Warte mal. KJK, stimmt, KJK. Ja, die Mission heißt HGS Secret of Eridan. Und wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht in die Katakomben. Wenn jemand Interesse hat, uns zu helfen, kann ja gerne mal schnökern. In den Lösungsbereich. Aber, wie gesagt, nachher... Vielleicht steht da ein ganz anderer Code, als der, den wir im Buch gesehen haben. Das ist ein falscher Code, war. Wie gesagt, das Buch ist bei einem High Priest. Hier hat sich auch nichts verändert. Das, wie gesagt, das ist nur unser kleiner Raum. A Secret of was? Eridan. Abidan. Ich kann gerade nicht raus. Ich kann jetzt gerade nicht schreiben. Draußen war aber auch nichts, was irgendwie auf Katakomben aussah, oder? Da kommt die Wache mit der Laterne. Ja, dann warte ich mal eben kurz auf die Wache mit der Laterne. Hier, das sieht alles so... Warum kriegt man den Schlüssel für den Main-Eingang? Also für den Main-Entrance? Das frage ich mich. Man kann ja direkt in den Vordereingang gehen. Die nehme ich mal mit. Mal weg. Ich glaube, wir sollten einmal komplett hier um das Gebäude rumgehen. Da gibt es nämlich noch einen anderen Eingang. Ja, das ist der Vordereingang und den haben wir auch schon gesehen. Von innen. Oh. Glocken. Ich weiß. Gibt's das als Klingelton? Oh, das muss ich mir 24 Stunden geben. Licht, nicht, nein, Metro, das ist alles hell, da sind dich die. Okay, die Wache kommt hinterher. Lass ein bisschen rum. Oh, hier ist ein Schmetterling. Guck mal, der bleibt doch mal auf der Stelle. Ja, das ist der Vordereingang, den haben wir schon öfters gesehen, von innen. Ich kann ja mal aufschließen. Main Door Key. Hä? Der Main Door Key funktioniert nicht bei den Türen. Das ist ja sehr merkwürdig. Ich nehme mal den Körper lieber weg, bevor den jemand hier sieht. Hey, von innen habe ich die aber aufgekriegt, hä? Oder mein Schlüssel funktioniert nicht. Alter Schwede, Maitre, warum hast du hier zwei Leute auf deiner Seite? Du bist so früh Sport. Wieso konnte ich die von innen aufschließen und von außen geht's nicht? Eridan, Abidan. Heißt das Level. Secret of Eridan. Aber wie gesagt, da weiß ich jetzt, wir kommen nicht weiter. Wir haben einfach nur Pech momentan mit Fanmade Missions. Warte mal, hier sind die Haupttore. Warte mal. Ja. Ich kann die bestimmt jetzt wieder nicht abschließen, oder? Main Door Key. Ne, die gehen gar nicht. Warte mal, ich habe auch einen Schlüssel, ja. Mein Main Door Key ist wahrscheinlich kaputt oder falsch oder was auch immer. Warte mal, ich guck mal, ich schmeiß ihn mal weg. Mach eben nicht die Tür schnell zu, weil die Wachen haben. Oh, jetzt geht's auf einmal. Ich habe aufgeschlossen. Oh, jetzt hast du abgeschlossen. Ja, das ist auch gut wegen den Wachen. Ich habe nichts gefunden. Irgendwie hat der Code nichts bezweckt. Nein. Was ist denn mit den beiden kleinen Hütten? Was ist denn mit dem Brunnen draußen? Na, da waren wir doch schon. Da waren wir ganz, da habe ich am Anfang schon alles geklaut. Ja, du bist doch auch schon durch den Brunnen und warst doch einmal im Weltraum. Was, im Brunnen warst du im Weltraum? Ja, oder in dieser anderen Mission. Ich meine, draußen zwischen den Hütten der Brunnen. Ja, was ist mit dem Brunnen? Da war ein Wasserfall, hier habe ich. Da ist aber noch Geld drin, das hast du gesehen, oder? Nö, da habe ich nicht geguckt. Aber das Geld ist jetzt nicht relevant, weil das brauchen wir nur am Ende. Ich sage ja nur, vielleicht hat sich da irgendwas aufgetan. Muss ja nicht unbedingt gleich hier sein und direkt in unmittelbarer Nähe, dass ich dann, wenn du den Code eingegeben hast, aber, dann das öffnet. Das ich denke mir mal, krass. Am logischsten, wenn jemand in die Katakomben will, dann muss es doch irgendwie einen Geheimgang geben, wo man als Hammerit hingeht. Die Hammeriten gehen doch nicht ins Wasser. Das geht mir nicht durch den Kopf. Das ist irgendwie seltsam.
Ich hätte eher gedacht, ja, dass es mitten im Gebäude ist. Vom Gebäude aus in den Keller runter. Das macht mehr Sinn. Aber es ist nichts passiert. Warte mal, man kann hier perfekt auf den Brunnen gucken. Nein, das ist viel zu klein. Da passt kein Level drunter. Das ist so unförmig. Leute, ich glaube, ich schneide mal das alles zusammen. Ich lade es runter, schneide das zusammen. Mätres beste Moment. Ja gut, dann gehe ich mal beim Brunnen schauen, ob da irgendwas ist. Ja, guck, du bist ja eh gerade unten. Ich guck nochmal, ich mach nochmal den Code. Ich mach nochmal den Code rein. Vielleicht hörst du ja was in der Nähe. Ja. 9 9 0 6. Haben wir es gehört? Außer Klingelingeling? The code is 9906 and if you look at your map, it's the left door that opens. Warte mal, ich hab gar keine. Wir haben eine Karte! Das ist eine. Warte mal. Bin ich da oben? Look at your map, it's the left. Achso. Doch, the left. The lift door or the left door? That opens. The left door. Wo hast du das? M. Da siehst du deine kleine Karte auf der Seite. Ja, aber nee, das Dokument hast du. Ach, ich hab die Karte oder was? Nein, das Dokument. Ich kann da nicht reingucken, weil ich. Du kannst keine Karte sehen oder was? Keine Karte sehen, ja, aber. Das hat Mizi geschrieben. Ich sehe den. Ich guck gerade im Chat, deswegen. Ach so, okay. Ach so, dann schaue ich auch mal. Warte mal. Lift hat sie geschrieben. Lift, nicht Left. Ach so, Lift. Es gibt einen Lift. Oh nein, das kann da wieder ausarten, dass es nicht funktioniert. Warte mal. The code in your look at your map. It's a lift door that opens. And if you look at your map. Lift door, wo ist denn Lift door? Lift door that opens. Da sehe ich noch Korridor, Kitchen. Lift! Da! Neben der Küche! Da muss ein Lift sein! Okay. Oh, okay. Dann gehen wir mal dahin. Neben der Küche. Du weißt, wo die Küche ist. Das ist ja dein Lieblingsplatz gewesen. Mit deiner ersten Wache. Ja, dann komme ich hier hoch. Okay. Dann gehen wir mal in die Küche. So, ich komm. Ach ja, richtig. Oh Mann, jetzt komme ich. Da, diese verdammte Scheißleiter! Hab ich gar nicht gesehen, dass da irgendwie ein Lift war oder so. Dich auch nicht, aber das muss ich auch geöffnet haben. Stimmt, ich hätte mal lieber mal die Karte verwenden sollen. Ah, es muss bestimmt ein Bug sein. Oh, du hast was gefunden. Wo hast du denn was gefunden? Ich bin hier in der Küche. Warte mal, ich mach mal das Ding aus hier. Hier, hinter der Wand muss ein Fahrstuhl sein. Ach, warte mal. Die ist offen. Hier. Das ist die Lift-Door. Das ist das. Die Tür hat sich geöffnet. Ach. Ah. Haben wir voll übersehen. Okay. Oh, ich fahre. Du schwebst. Okay. Ah, okay, du bist unten. Wir sind in den Katakomben. Oh. Du hast noch keine Erfahrung mit Untoten, wa? Außer mit Hounds. Also bei Zombies musst du aufpassen. Ich höre einen. Das war ein Buch. Ich gehe mal zum Buch. Was steht denn da drinne? Ja, Garrett, read some uninteresting things about the prisoner. Achso, Garrett liest uninteressante Sachen. Also Sachen, die ihn nicht interessieren. Gut. Wo geht's denn da runter? Boah, es ist hier ein Geflimmer, Junge, Junge. Was, ein Geflimmer? Ja. Oh, das ist ein Zombie. Ja, ich hab kein Weihwasser. Mit dem Knüppel. Geht das mit dem Knüppel? Nein, oder? Du kannst Zombies weder bewusst schlagen, noch kannst du sie töten. Okay, das heißt nur aus Schleichen und Weg gehen. Hey, oh. wir haben unser Ziel fertig, wir haben genug Blut. Aber wir haben immer noch nicht unser. Was wollten wir hier unten? In den Katakomben? Das weiß ich gar nicht mehr. Warte mal, ich kann noch das Licht löschen, dann seht ihr uns nicht. Ja. Ich geh mal rechts. Oh, noch mehr Loot. Loot. Ich mag Loot. Da ist noch ein Zombie-Man. Das Gute ist aber, die sind sehr langsam. Du kannst die eigentlich relativ überwinden. Der läuft. Ich höre einen Hound. Warte mal. Die schreibt noch ganz viel Zeug. Bitteschön. Dankeschön, Mieze. Das heißt, mit dem Lift, das war ein guter Hinweis. Das wussten wir wirklich nicht. Da haben wir echt nicht geguckt. Ich hoffe, der Zombie läuft ja zurück. Lauf in den Gang rein. Er läuft in den Gang rein. Kommt mir hinterher, Scheiße. Der Hound oder was? Nee. Ein Hound können wir nicht besiegen übrigens. Oh, noch ein Zombie. Oh, hier ist ein goldener Schlüssel. Alter, was ist denn das hier? Kommt der denn her?
Ein goldener Schlüssel ist immer gut. Also ein Bronzen, den habe ich vielleicht weggeworfen, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich geh mal hoch eben. Oh nein! Mein Wasserpfeil ist nicht. Ist. Wo konnte nicht geschossen werden? Ein Bug oder sowas. Jetzt. Oh scheiß, Zombie-Frau. Es ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Warte mal, da kann ich rüberspringen. Fuck, das war laut. Der hat mich gehört, der Hound. Wir haben keine Chance übrigens gegen Hounds. Weil du mit dem Prügel kannst ihn keinen Schaden machen. Also du machst ihn ein Schild. Und die Hounds haben einfach verdammt viel Leben. Also möglichst die Konfrontation mit den Hounds versuchen zu ignorieren, wegzumachen. Also zu vermeiden, meine ich. Normal, okay. Okay, ich mache erstmal hier alles dunkel. Tut mir leid, liebe Zuschauer, dass ich alles dunkel machen muss, aber es ist sonst nicht möglich, hier vorbeizukommen. Wenn der Hound hier hängt. Mehr trinken wahrscheinlich noch oben. Was? Was? Alter! Ich bin hier unten. Du bist aber nicht bei mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Gut, weil du würdest hier sonst. Du würdest wahrscheinlich deinen Schock deines Lebens kriegen hier. Okay, guck jetzt zurück. Ich habe hier eine Zombie-Frau und einen Hound. Ich habe das Buch gefunden. Okay. Das Archäologe Buch klingt wesentlich würdevoller als Dieb. Fuck! Oh, wir haben es geschafft! Oh, ich dachte mal. Hä, müssen wir nicht zurückkehren, wo wir hergekommen sind? Oh, das ist gedingst. Das ist weggefallen, warum auch immer. Das war das Buch der Nägel, wir haben es und wir haben auch das Optionale und alles und. Ja, wir haben es geschafft. Hey, cool. Das war Secret of Evidence. Schade, ich hätte noch ein bisschen mehr gesehen von den Katakomben her, aber ich dachte nicht, dass ich gleich das Buch finde. Ich weiß ja nicht, was der gute Maître da oben noch alles in den Katakomben da gefunden hat. Auf jeden Fall ganz unten, das wirst du später sehen auf der Aufnahme, was ich da unten alles entdeckt habe. Es war, das wäre schon krass gewesen. Also wir hätten, wie gesagt, einen Kampf, keine Chance. Keine Chance da unten. Gut, beenden wir die Mission mal.